Polygon steht vor einer neuen Ära, denn in der nächsten Woche, am 4. September, findet die Token-Migration von Matic in Pol statt. Und was ihr dabei beachten müsst und was es mit dem neuen POL-Token auf sich hat und ob die aktuellen niedrigen Kurse eine Kaufchance sind, genau darüber sprechen wir gleich im aktuellen Video. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal Kryptoreport. Bei uns geht es vor allem um die Themen Bitcoin und Co. Einfach erklärt. Ja, die großen Kryptobörsen bereiten sich momentan intensiv auf diesen Token-Swap vor. Daher könnt ihr momentan bei vielen großen Börsen keine Matic mehr einzahlen. Und das Ganze wird auch etwas länger dauern, weil, wie gesagt, dieser Migrationsprozess läuft. Wichtig für euch zu verstehen ist, wenn ihr Matic jetzt an diesen großen Kryptobörsen haltet, Binance, Coinbase, Crypto.com, Bitpanda ist soweit ich gesehen habe, auch dabei, müsst ihr nichts weiter tun. Dann werden eure Matic-Tokens automatisch 1:1 am 4. September in diese neuen Pol-Tokens getauscht. Das gleiche gilt auch, wenn ihr Matic auf dieser Proof-of-Stake-Chain von Polygon haltet. Auch dann müsst ihr nichts tun. Ebenfalls, wenn ihr Matic auf Ethereum gestaked habt, auch dann werden die Tokens automatisch getauscht. Manuell tätig werden müsst ihr, wenn ihr Matic auf Ethereum in einer privaten Wallet oder auf einer DEX dezentralen Börse haltet oder wenn ihr Matic in dieser CKEVM haltet. Bei letzterem müsst ihr Matic auf Ethereum bridgen und dann könnt ihr über ein Migrationsportal Matic in Polygon tauschen. Ich blende euch den Link zu diesem Migrationsportal unten in die Beschreibung rein. Wichtig ist zu verstehen, nutzt hier nur dieses offizielle Portal, nicht irgendwelche anderen Adressen. Und ganz wichtig, schickt keine Matic-Token in diesen Token-Kontrakt direkt rein. Also dann sind diese Tokens auch verloren. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Wichtig ist, dass ihr euch beim Börsenbetreiber erkundigt, wenn ihr Matic an einer kleineren Börse haltet, wie hier mit diesem Update, mit dieser Migration umgegangen wird, ob ihr selbst tätig werden müsst oder ob der Börsenbetreiber das Ganze für euch übernimmt. Wie gesagt, die ganz großen Börsen, Binance, Coinbase, Bitpanda und so weiter, regeln das für euch. Ihr müsst nichts weiter tun. Lediglich betroffen sind im Prinzip nur Leute, die Matic auf Ethereum in einer privaten Wallet halten. Also wenn ihr Matic auf Ethereum staked, dann seid ihr auch nicht betroffen, sondern lediglich Leute, die zum Beispiel Matic auch in der CKEVM halten. Die müssen dann diese Matic bridgen auf Ethereum und dann auch manuell tauschen. Ansonsten habt ihr da auch keinen Zeitdruck. Also das ist nicht so, dass ihr bis zum 4. September Matic in Pol getauscht haben müsst. Ganz im Gegenteil, es gibt hier keine Deadline. Also ihr habt ja keine Eile, müsst ja nicht irgendwie hektisch tätig werden und so weiter. Könnt ihr euch Zeit lassen, informiert euch, wenn ihr hier Matic in einer privaten Wallet haltet. Aber ich würde euch natürlich schon empfehlen, Matic in Pol möglichst bald zu tauschen, denn dieser neue POL-Token hat natürlich mehr Utility und genau darüber sprechen wir gleich noch. Zunächst ein kurzer Blick auf den Matic-Chart, denn es scheint sich aktuell eine Boombildung bei Polygon abzuzeichnen und das schauen wir uns jetzt auf meinem Bildschirm an. So, wir sehen hier noch den Matic-Chart in US-Dollar, also die Umstellung des Kürzels findet ja erst am 4. September statt. Die Preise kommen von der Kryptobörse Binance und heute ist der 29. August am Donnerstagvormittag und wir können den Matic-Kurs aktuell bei knapp unter 44 Cent sehen, also fast unverändert zum Vortag. Außerdem können wir erkennen, dass sich Matic seit etwa Mitte März in diesem Abwärtstrendkanal befindet, aus dem Matic allerdings zuletzt ausgebrochen ist. Das ist diese Situation hier. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist dieser Ausbruch nachhaltig? Hat Matic den Boden gefunden und sehen wir jetzt deutlich steigende Kurse? Und dazu schauen wir uns jetzt die einzelnen Indikatoren genauer. Der Trendfolgenindikator MACD hat am 13. August zwar ein Bullish Crossover geliefert, wodurch die Kurse dann auch sehr stark gestiegen sind. Allerdings jetzt deutet sich wieder ein Bearish Crossover an. Das muss ich natürlich noch in den nächsten Tagen bestätigen, aber das würde nochmal für eine Zwischenkonsolidierung sprechen. Ich gehe auch davon aus, dass wir nochmal Kurse von 40 Cent oder tiefer bei Matic sehen werden und auch der RSI, der relative Stärkeindex, ist hier auf dem Rückzug, nachdem Matic am letzten Wochenende nach diesem massiven Kursanstieg überkauft war. Jetzt also eine Korrektur. Es ging ja von etwa 33 Cent auf fast 58 Cent nach oben. Also ein starker Kursanstieg in
den letzten Wochen, den wir hier gesehen haben. Aber jetzt scheint sich Matic tatsächlich stabilisiert zu haben. Auch das On-Balance-Volumen, das wir hier sehen, leichter Uptick bedeutet, die Großanleger sind tendenziell auf der Kaufseite unterwegs und das wird im Prinzip auch von den On-Chain-Daten gedeckt. Also die On-Chain-Aktivität auf Polygon hat zuletzt zugenommen. Zuletzt haben 3.369 Matic-Adressen mit dem Netzwerk interagiert. Das ist der zweithöchste Stand in diesem Jahr und das sagt uns einfach, dass sich jetzt langsam mehr tut. Das kann natürlich mit der Migration dieses Pol-Tokens natürlich zusammenhängen, keine Frage. Aber es tut sich jetzt mehr, nachdem die Adressaktivität ja vom Ende Juli bis Ende August um 50% gefallen war. Jetzt scheint die Netzwerkaktivität wieder zuzunehmen. Und wenn wir uns das Shaky Money Flow ansehen, dann können wir feststellen, dass sich zuletzt erhöhter Kaufdruck aufgebaut hat. Und das ist tendenziell ein Zeichen, dass Polygon bzw. Matic tatsächlich hier den Boden gefunden hat. Und auch das 30-Tage-Momentum, das wir hier sehen, ebenfalls leicht im Aufwärtstrend. Also der Zug nach oben ist tendenziell da, wenngleich ich, wie gesagt, nochmal eine Zwischenkonsolidierung erwarte. Und wenn wir uns das Ganze im Wochenchart ansehen, dann können wir erstens feststellen, dass Matic im Bereich von 30 Cent oder bei knapp über 30 Cent eine gute Unterstützung hat, die auch schon im Juni 2022 gehalten hat. Das ist diese Situation hier. Und auch ganz wichtig oder noch wichtiger ist, dass sich beim Trendfolgeindikator MACD auf Wochensicht jetzt eine Trendwende abzeichnet. Und zwar auf einem ähnlichen Niveau, wie das zum Beispiel schon im Oktober 2023 war. Und auch damals haben wir dann stark steigende Kurse gesehen. Das war diese Situation hier. Matic ist dann etwa ja, von 50 Cent auf über 1,20 Dollar gestiegen. Und ein ähnliches Szenario könnte sich jetzt wieder anbahnen, wenn wir hier in den nächsten Wochen ein Bullish Crossover im Trendfolgeindikator MACD auf Wochensicht bekommen. Und dieses Signal könnte unter anderem die Token-Migration auslösen, denn dadurch bekommt dieser Matic bzw. Pol-Token mehr Utility, also der Nutzungsgrad steigt. Und wie sich das Ganze auf die Tokenomics auswirken könnte, genau darüber sprechen wir jetzt noch kurz vor der Kamera. Also Polygon aus diesem Abwärtstrend-Keil nach oben ausgebrochen. Ich denke, dass wir nochmal eine kurze Konsolidierung in Richtung 40 Cent sehen, aber dann dürfte der Weg Richtung 200-Tage-Linie frei sein, die momentan bei etwa 70 Cent verläuft und das wäre immerhin ein Kurspotenzial von etwa 60%. Langfristig dürfte Polygon noch viel höheres oder viel mehr Potenzial haben. Ich denke, dass Polygon auch deutlich über die Marke von einem Dollar steigen kann, denn dieser Pol-Token bringt natürlich mehr Utility, mehr Nutzwert mit. Darüber sprechen wir gleich noch. Zunächst ein kurzer Hinweis auf unser neues Special, denn wir arbeiten aktuell an den unterbewertetsten Altcoins, die wir euch im September vorstellen wollen, die unserer Meinung nach enormes Potenzial haben. Ihr wisst ja, der Altcoin-Markt wurde ja in den letzten Monaten abgestraft. Viele Altcoins sind hier sehr stark gefallen. Ich denke, dass sich hier sehr gute Chancen jetzt ergeben. Wie gesagt, unser Special kommt dann im September für euch. Wenn ihr noch nicht angemeldet seid, dann ist das jetzt die Chance dazu. Unter crypto-report.de könnt ihr euch kostenlos eintragen. Dann seid ihr im September dabei. Zurück zu Polygon. Also das Problem war, dass dieser Matic-Token nur eine ja, eher eingeschränkte Nutzbarkeit oder Utility verfügte. Also man konnte diese Matic-Token zwar staken und das Netzwerk mit absichern helfen und dieser Matic-Token fungierte auch als Gas-Token auf dieser Proof-of-Stake-Blockchain von Polygon. Aber der Punkt hier ist, dass Polygon als quasi Layer 2 mit anderen Layer 2 Netzwerken, wie zum Beispiel mit Base von Coinbase, in Konkurrenz steht und Base kommt ja ganz ohne eigenen Token aus. Das heißt, hier fungiert ETH als Gas-Token und das scheint ebenfalls zu funktionieren. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja Moment, wenn das funktioniert, wieso braucht dann Polygon diesen Matic-Token? Und genau da möchte man jetzt gegensteuern mit Polygon 2.0. Man hat hier vier Layer, das heißt mehr Aufgabenbereiche, mehr Rollen, die hier
sozusagen dieser neue Pol-Token erfüllen kann. Also zum einen natürlich Validatoren können Pol staken, um das Netzwerk abzusichern, aber Validatoren erhalten hier mehr Aufgaben. Heißt, man kann hier zum Beispiel diese Zero-Knowledge-Proofs generieren und man hat natürlich diese Governance-Funktion von Pol. Das bedeutet, diese Pol-Inhaber können dann mit abstimmen, was mit dieser Finanzreserve passieren soll. Aber der wichtige Punkt hier ist, dass ich quasi im Netzwerk dann über diesen Aggregation Layer andere Chains mit absichern kann, also andere Layer 2s und so weiter, und damit erfüllt Pol mehr Zwecke, der Nutzwerk steigt, und das ist ganz wichtig zu verstehen. Also dieser Pol-Token hat mehr Nutzwert als dieser Matic-Token. Kommen wir zu den Tokenomics von Pol. Also es gibt ja einen Supply von 10 Milliarden, ebenso wie bei Matic. Also das ändert sich nicht, 10 Milliarden Tokens, wobei es keine fixe Obergrenze gibt. Es gibt dagegen eine jährliche Coin-Inflation von 2%, und von diesen 2% gehen 1%, also 1% der Emissionsmenge, an die Validatoren als Staking-Belohnungen. Das weitere andere Prozent geht in die Finanzreserve. Finanzreserve heißt, dieses Kapitalgeld wird für die technische Entwicklung, für Community-Events und so weiter verwendet, und über diese Finanzreserve können eben auch diese Pol-Besitzer abstimmen. Und das Wichtige hier ist, dass es nach 10 Jahren die Möglichkeit gibt, für die Community abzustimmen, ob diese Coin-Inflation auf 0% gesenkt wird. Also es geht nicht nach oben, sondern kann nur gesenkt werden, nur auf entweder 0,5 oder auch eben 0%. Und damit besteht natürlich die Möglichkeit, dass dieser neue Pol-Token langfristig deflationär wird, weil eben die Base-Fee, das hat man von Ethereum übernommen, verbrannt wird. Und das heißt dann theoretisch, dass die Möglichkeit besteht, dass Polygon langfristig deflationär wird. Die Leute von Zenith Finance haben sich die Tokenomics von Polygon vorgenommen und diverse Simulationen durchgeführt. Ich blende oder packe euch den Link zu dieser Studie natürlich unten in die Beschreibung rein. Auf jeden Fall kommen die Zenith-Leute zu dem Ergebnis, dass dieser Pol-Token in 10 Jahren 5 Dollar wert sein könnte und Polygon insgesamt eine Market Cap von 60 Milliarden Dollar erreichen könnte. Natürlich nur unter der Prämisse, dass die Netzwerkaktivität weiter steigt, und zwar infolge der besseren Features, die mit Polygon 2.0 quasi eingeführt werden. Und dazu gehören unter anderem niedrige Transaktionsgebühren, also für Public Chains 1 Cent Transaktionsgebühr, und bei diesem Supernetz sollen die Kosten auf 0,001 Cent pro Transaktion gedrückt werden, und dadurch sollen eben mehr Projekte auf Polygon kommen, und dadurch geht man davon aus, dass eben auch die Nachfrage nach diesem Pol-Token steigt. Noch ein kurzes Fazit zu diesem ganzen Thema. Also mit Polygon 2.0 geht dieses Projekt definitiv in eine neue Ära, und auch der Nutzwert der Utility dieses Pol-Tokens verbessert sich deutlich. Also dadurch, dass eben über diesen Aggregation Layer Validatoren und Staker andere Chains auch mit absichern können. Also das bedeutet unter dem Strich mehr Verdienstmöglichkeiten für Validatoren und Staker. Und dadurch könnte natürlich auch der Pol-Tokens durch eine höhere Nachfrage profitieren, keine Frage. Insgesamt bleibt natürlich die Frage, ob Polygon langfristig von seiner Schnelligkeit hier mit anderen großen Layer 1 Blockchains wie Solana und Avalanche mithalten kann. Und da, genau da habe ich meine Zweifel. Man hat das zuletzt in der Vergangenheit gesehen, dass Polygon relativ stark im Gaming-Bereich aufgestellt war. Inzwischen ist es so, dass etliche Gaming-Projekte wie zum Beispiel Nexon abgewandert sind, von Polygon zum Beispiel auf Avalanche gewechselt sind. Und da bleibt eben offen, ob es Polygon mit 2.0 schafft, hier dagegen zu halten, ob man hier attraktiv schnell genug ist, um diese großen Gaming-Projekte sozusagen zu tragen. Für mich ist Polygon aktuell unterbewertet, aber nicht mehr erste Wahl. Ich sehe hier vor allem Solana und Avalanche und teilweise auch Immutable besser aufgestellt, aber das ist hier nur meine private Meinung, keine Anlageberatung.
Dann interessiert mich natürlich eure Meinung zu diesem ganzen Thema. Wie seht ihr Polygon und diese Token-Migration auf Pol? Glaubt ihr an ein großes Comeback von Polygon? Bitte kurz unten in die Kommentarliste. Ansonsten hätte ich mich über einen Daumen hoch gefreut, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat. Und ihr könnt natürlich sehr gerne ein Abo dalassen und meine Videos mit anderen Krypto-Begeisterten teilen. Darüber würde ich mich ganz besonders freuen. Schon mal vielen Dank dafür. Ansonsten geht's in der nächsten Woche voraussichtlich weiter mit Ethereum. Der japanische Elektronikgigant Sony setzt ja auf Ethereum. Mehr dazu dann am kommenden Dienstag. Das war's für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch schon nochmal ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video.